So, hallo, was geht? Willkommen zu diesem Video heute. Roblox, Jailbreak mal wieder, okay. Wisst ihr gar nicht. Ich habe versucht aufzunehmen, aber ich fand es dann irgendwie doch nicht interessant. Heute schauen wir aber mal wirklich in Jailbreak rein. Denn es gibt ein neues Update. Und irgend so ein Ding. The Blade. Wir gucken es uns an. Okay, also auf jeden Fall ein schwebendes Fahrzeug und Testing. Okay, die Frage ist, was kann es? Also es hat ein Interior, das ist schön, aber das bekommen ja gerade alle neuen Vehicles und es haben auch einige ältere ein neues geiles Design mit Interior bekommen. Zum Beispiel das Model X und das Model 3. Sorry, das Model 3 war eines davon und es gab noch, der Ferrari. Der Ferrari hat noch eins bekommen. Ansonsten gab es halt neu den Lamborghini Urus, warum auch immer der Urus heißt. Also, ja, weiß nicht, weil sonst sind ja alle anderen Namen realistisch. Und neue Vehicles, angefangen mit dem Chiron, haben dann halt, Bugatti Chiron, haben dann halt alle ein Interior bekommen. So, das war das Video, The Blade. Wir können uns auch nochmal hier das hier anschauen. Radio Stations, keine Ahnung, was das bedeutet. Hier sehe ich irgendwas, aber das wird wahrscheinlich dann das mit dem Radio. Das wird wahrscheinlich das mit dem Radio Game Pass sein, wo du halt so Musik hören kannst. New Heli Lights, keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht, dass die Helikopter bisher ja so relativ wacky Lichter hatten, die gar nicht so weit gescheint haben. Ich weiß es nicht. Und dann 1 Million Blade and More. Okay, wir schauen einfach rein. Ich habe eine Sache für 1 Million bereits und das ist das Volt Bike und ich bereue es bis zu diesem Tag, weil das Ding einfach Müll ist. Es ist straight Müll. Zumindest raube ich hauptsächlich natürlich, also klar, aktuell oft mit Heli unterwegs. Oh stimmt, wir haben noch gar nicht das Team ausgewählt, das laggt mal wieder massiv. Immer wieder mit Heli unterwegs. Ne? Und ja, wegen dem Schiff eben, dem Cargo-Ship, dem neuen, der Robbery. Deswegen ist es halt ziemlich, ja, obvious, dass man sich den Heli schnappt. Damit man halt eben das auch ausrauben kann. Und im gleichen Zuge kann man dann natürlich auch für, ja, immer noch relativ gutes Geld die Powerplant ausrauben, die jetzt ja auch ganz neu ist und richtig geil. Immer noch nicht so schwierig, aber das Potenzial zu failen ist schon sehr viel höher als früher. Und es sieht besser aus, von daher kann man sich da eigentlich beschweren. Mittlerweile ist es ja auch so, dass man wieder anhand der großen beiden Schornsteine, also den Kühltürmen, sehen kann, ob die Powerplant offen ist oder nicht. Weil als dieses Update mit der neuen Powerplant ganz neu draußen war, habe ich mich saumäßig drüber aufgeregt. Da war das irgendwie richtig, da waren die einfach immer an, diese Türme, die großen. Ich zeige gleich, was ich meine. Du wusstest einfach von Weitem nicht, ob es offen ist oder nicht. Und es gibt ja auch kein Schild, was Open oder Closed sagt. Das heißt, du musst jedes Mal ausprobieren. Und das ist halt schon nervig. Sehr nervig. Alright. Also. Autos. Hier merke ich jetzt schon mal keinen Unterschied in den Lichtern. Haben immer noch eine bestimmte Reichweite. Höchstens vielleicht vom Design her, wie es aussieht. So mit, ja, den generellen Lichteffekten ein bisschen was geändert. Aber sonst, ja, oder man hat bei den Helis jetzt irgendwelche Suchscheinwerfer. Ich weiß es nicht. Und bevor wir irgendwas machen, damit mich hier nicht wieder irgendwer stört, holen wir uns einen Donut. Ficker. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist die typische Police. In Amerika. Nur, dass die in Amerika Dodge Charger und nicht Challenger haben. Hier ist The Blade mit Scherentüren. Sehr, sehr schön. Die schließen sich dann wahrscheinlich. Da wäre es interessant, wenn der Lamborghini Aventador ein Update bekommt. Der hat ja normalerweise auch welche. Was ist das? Police? Freund oder Feind? Nein, das ist Criminal. Sehr schön. Schnell herein. Und Chiron würde ich sagen. Denn Voltbike, da habe ich ja wie gesagt dieses Problem mit. Es ist nicht wirklich gut. Also es macht schon Spaß und du kommst wahrscheinlich schon weg, wenn du, naja, von irgendwem wegrennen musst, also von der Polizei. Aber es ist schon ein bisschen schwieriger, weil du halt manchmal drehen musst und das kann es nicht. Abbremsen, rückwärts kann das Ding überhaupt nicht.
Und ja, es ist sehr unberechenbar. Dieser Streifen in der Mitte von der Straße sieht man, das ist keine Linie als Textur, das ist 3D. Ihr könnt nicht auf der Straße fahren, wenn ihr über diesen gelben Müll hier fahrt. Das Ding dreht sich um und dann meistens auch noch komplett 180 Grad, also ihr zeigt in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, es macht mir keinen Spaß, das Ding zu fahren, ganz ehrlich. Und demnach habe ich dann auch gesagt, wir benutzen es nicht, beziehungsweise ich benutze es nicht. Schade, aber ja, dann der Chiron gekauft. Wie man sieht, ich habe nicht sehr viel Kohle, wegen den letzten Updates halt, die ganzen neuen Vehicles und so gekauft. Das können wir allerdings schnell ändern. Mehr oder weniger. Oh nein. Alter, mach doch nicht diesen. Das können wir mehr oder weniger schnell ändern. Ich werde einfach die Tage mal ein bisschen Jailbreak zocken, so, ne? Und dann, ja, gucke ich danach, dass ich ein bisschen Kohle krieg. Und das habe ich gemeint, die Schornsteine, ich hoffe, das habt ihr gesehen, waren jetzt ordentlich am Qualmen, das heißt, das ist offen. Und das ist, deswegen, das letzte Video lade ich da auch nicht hoch. Das hier ist die neue Powerplant. Und die haben grafisch tatsächlich auch schon wieder was geändert hier ein bisschen. Es geht los mit dem ganz normalen Hacking und geht hiermit auch weiter. Neuer Parcours hier so ein bisschen. Neues Jump'n'Run finde ich sehr schön. Da scheint nichts zu sein, da hinten. Ja, neue Herausforderungen. Sehr nice und ich bin total lost gerade. Ich weiß nicht, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Das ist ziemlich schade. Außer, dass ich halt das Voltbike nicht so krass mag. Vor allem, weil das einfach, ja, sehr instabil ist für die Powerplant, die ich hauptsächlich ausraube. Ist es sehr ungeeignet. Durch. Wenn man halt eben, ja, nie eine Garantie hat, dass es was wird. Und deswegen benutze ich dafür eher weniger. Und das ist halt eine der wenigen Robberies, die ich mache, weil das macht einfach Bock. Das ist nicht zu hart und, ja. Ansonsten, klar, fliegen kann das Voltbike nicht. Da wird jetzt dieses neue Ding, The Blade, interessant. Wenn es nämlich so einen Haken hat wie die Helis, könnte man damit ja vielleicht sogar ausrauben. Beim, weiß schon, Cargo-Schiff. Wobei, vielleicht auch nicht, weil es gibt ja schon den Army-Helikopter. Auf jeden Fall hat man grafisch was geändert. Das mit den Lichtsachen, das sieht schöner aus. Definitiv. Komm schon. Yes. Das war verdammt gut. Das war verdammt gut. Zumindest vergleichsweise gut im Vergleich zu dem, was ich normalerweise so abliefer. Also nix. Ja, ansonsten. Ah ja, genau. Wegen der Powerplant. Früher hat man nicht gesehen, ob es auf ist oder zu. Jetzt hat man es gesehen. War am Qualmen. Sehr, sehr nice. Und ansonsten müssen wir uns jetzt erstmal die Helis anschauen. Danach gucken wir uns The Blade an. Kann ich leider nicht aktuell kaufen, aber wie gesagt, die Tage mal ein bisschen zocken und dann, sobald ich das Geld habe, schauen wir uns das Ganze genauer an. Wobei es natürlich auch bestimmt schon Videos dazu im Internet gibt. Nice, immer noch der Lambo da. Mir fällt auf, ich habe kein Jetpack. Schade. Und nein, Spiel, erzähl keine Lügen. Ich habe mich überhaupt an gar nichts beteiligt. Aber okay. Weiß nicht, ihr habt's gesehen. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut. Kriegt man Bounty, wenn man sich daran beteiligt, nur, also nur dran vorbeiläuft? Naja. Habt ihr auch diesen Grafikfehler in der Mitte vom Bild? Bei dem Licht? Nice. Also neues Licht, sofort muss man das wieder fixen. Schade. Aber ja, man hat auf jeden Fall, wie es aussieht. Ah ja, okay, das Licht dreht sich. Ja, das ist natürlich sehr geil. Das Licht kann ich natürlich nur anmachen mit dem Rope. Früher war das beim Heli, glaube ich, immer an. Auf jeden Fall hat es keine höhere Reichweite, wie es aussieht, zumindest tagsüber nicht. Aber es passt sich an auf das, wo halt in der Nähe ist. Also ja, man sieht halt das, wo man hinschauen will. Aber das erhält gefühlt überhaupt nicht. Ja, doch hier sieht man es auf der Straße natürlich wenig. Es bringt ein bisschen was, aber das scheint ein bisschen laggy zu sein. Woran das liegt, weiß ich nicht. Könnte auch PC sein, was auch immer. Es ist, was auch immer es ist, es scheint nice zu sein. Jetpack, komische Lampe, die da rumsteht. Aus Gründen, die ich nicht kenne. Gucken wir mal, ist die Polizei hier noch am Campen? Sehr schön. So, wait, wie ging das jetzt mit der Tastatur? B. Sehr schön.
Hier ist das Cargo Plane, das ist mir egal. Und ansonsten würde ich sagen, auf zu The Blade. Was die anderen Updates sind, die sie gemacht haben, habe ich wie gesagt keine Ahnung. Wahrscheinlich, wie gesagt, ne? Irgendwas mit dem Licht sieht halt besser aus. Dreckspolizei ist am Start. Oh, hier ist Party. Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Der Army-Helikopter ist noch da, hat auch dieses abgegradete Licht. Ja. Die Polizei wartet hier natürlich schon, aber... Nee, mein Freund. So läuft das nicht hier. Genau. Zack, zack. Komm schon. Nachladen. Ey. Warum zur Hölle? Nimmt er keinen Schaden. Digga, das ist so weird. Manchmal nehmen die Schaden, wenn man in Autos reinschießt, manchmal nicht. Jetzt. Komm schon. Ha! Dreck. Dann halt nicht. Oh. Ey. Genau, verpiss dich. Eh keine Chance. Okay, 1 Million. Muss man dann irgendwo herkriegen. Ripplegd. Ich habe keine Ahnung. Ist das Police? Oh, ja. Na, warte. Ist das der von gerade? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Oh, Keykarte, die mir eigentlich auch egal sein kann, aber okay. Nice. Dann schauen wir mal. Also, weiß nicht, was das heißt. Beim Giron steht Beauty, beim diesem Classic Vehicle, beim Museum steht Boomer, beim Ferrari steht aus irgendwelchen Gründen Vroom und hier steht, ja, etwas. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas angelehnt sein soll, aber es hat auf jeden Fall auch dieses Heli-Licht. Vorne sieht so ein bisschen aus mit den Vorderrädern wie dieses Voltbike-artige Design. Hinterräder gibt's nicht, also, ja gut, hier diese Andeutungen da. Das hier und das hier. Es kann schweben, wie es aussieht. Leider kann man hier, anders als in Vehicle Simulator, keine Testfahrt machen. Das heißt, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, dass das an irgendwas angelehnt ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Test, was es kann. Aber da müsst ihr ein bisschen warten, weil, wie gesagt, ihr seht, es fehlt noch einiges, bis ich mir das leisten kann. Und ich habe auch nicht vor, dafür Robux auszugeben. Beziehungsweise echt Geld. Und genau das habe ich gemeint mit dem Voltbike. Also auf Bergen ist es okay. Aber ganz ehrlich, nee. Hat sich gereimt und es war scheiße. Das ist halt einfach, nee. Guckt es euch an. Auf Bergen geht's wunderbar. Dann fährst du einmal auf der Straße und das Ding dreht sich komplett. Und ist einfach nur, das ist Schwachsinn. Okay, jetzt natürlich nicht, aber genau. Genau das meinte ich. Es nervt. Es ist unpraktisch. Und Offroad geht halt nicht immer, weil dieser Hügel hinter der Powerplant ist auch ziemlich steil und schwierig. Das heißt, ja. Es sei denn, sie haben es optimiert jetzt für Voltbike. Das kann ich nicht sagen. Wobei das nicht sehr vielversprechend aussieht. Ich versuch's mal. Das ist nicht nochmal Skill, Leute. Am besten noch im Fluss landen, da nicht mehr rauskommen und dann haben wir es geschafft. Also wie gesagt, ist nicht so meins. Ich hätte es nicht kaufen dürfen. Auf der anderen Seite hätte ich mir wahrscheinlich jeden anderen Müll gekauft, wenn ich so viel Kohle jetzt noch übrig hätte. Weiß ich nicht. Auch wegen dem Rückwärtsgang. Ja. Ansonsten, das war auf jeden Fall das Update. Nicht zu spannendes für mich aktuell. Das kommt aber noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.